bin seit 21 Jahren hier Stammgast. Warum? Weil ich es hier liebe, weil es einfach großartig ist und weil es mit den Jahren immer besser geworden ist, größer, moderner. Es ist einfach so ein großes Areal hier, dass selbst wenn das Hotel voll ist, die Leute verlieren sie. Also es ist nie, man hat nie so das Gefühl, dass einer am anderen sitzt. Ja. Das Personal, es ist so ähnlich wie am Theater, ja, oder wie der Regisseur, dass es sein Ensemble aussucht. Wenn das ein homogenes Ensemble ist, dann wird das eine tolle Arbeit. Und hier immer wieder, wenn man sich tolle Mitarbeiter aussucht, dann fühlt sich der Gast wohl. Und das gelingt ja noch da seit über 20 Jahren. Und das ist wirklich sehr, sehr toll. Also ich habe da noch nie unfreundliches Personal angetroffen in diesen 21 Jahren, in denen ich Stammgast bin. Immer wenn ich Zeit habe, und sei es nur zwei Nächte, komme ich her. Und wenn man jetzt das hochrechnen würde, also sag mal jetzt Pi mal Daumen, ich war 100 Mal, war ich schon mal wieder. Org. Meine schönsten Erlebnisse im Avita könnte ich entweder gar nicht aufzählen, weil es so viel sind, oder generell so zusammenfassen, dass ich sage, der Moment, wo ich hier ankomme, fange ich schon mit zu entspannen. Also insofern ist für mich das Avita 24 Stunden am Tag ein einziges schönes Erlebnis, weil ich mich selbst, wenn nur zwei Nächte daherkomme, ich bin so weit weg dann von der Arbeit und von Wien und von, dass ich es einfach von der ersten Sekunde an genieße. Es gibt fast nichts, was ich hier nicht schon ausprobiert hätte immer wieder an Angeboten. Also jegliche Art von Sauna bin ich schon überall mit drin gesessen. Und eben bei den vielen Kosmetikangeboten und Massagen und so, die ja immer variieren. Es ist ja immer was anderes im Angebot. Shiatsu und das und Maniküre, Pediküre sowieso. Ich glaube, ich habe schon alles gemacht.